Querdenker-Anwälte versuchen, Volksverpetzer mundtot zu machen. Volksverpetzer ist derzeit Ziel von mehreren Abmahnungen und Klagen aus der Querdenker-Szene. Das Ziel ist, uns einzuschüchtern, Zeit zu stehlen und massiv Kosten zu verursachen. Da man mit Argumenten nicht gegen uns als Anti-Fake-News-Blog ankommt, versucht man uns jetzt mit juristischen Mitteln und sogenannten Slap-Klagen mundtot zu machen. Doch sie haben sich mit uns das falsche Ziel herausgesucht. Hi, hier ist Thomas. SLAP ist ein Akronym für eine Taktik, die Rechte, aber auch andere Gruppen gerne nutzen. Das Ziel ist, Kritiker massiv mit vielen Abmahnungen und Klagen einzuschüchtern, um ihnen enorm viel Zeit zu stehlen und viele Kosten zu verursachen. Das macht man, indem man nicht berechtigte Dinge abmahnt, sondern einfach jeden noch so unwichtigen Nebensatz aus teilweise Monate alten Artikeln zum Anwalt bringt. Wenn man sehr viel Spendengelder hat oder reiche Geldgeber im Hintergrund, kann man sich das leisten. Oder noch besser, man ist selbst Anwalt und kann die Abmahnung einfach selber schreiben. Das Opfer steht dann vor der Wahl. Entweder sich diktieren lassen, was man sagen darf oder nicht. Oder viele tausende Euro Kosten für Anwalt und Gericht in Kauf nehmen. Abmahnen oder vor Gericht gehen darf jeder. Das ist erstmal nicht verwerflich und manchmal sogar notwendig. Aber wenn es nur darum geht, seine Feinde einzuschüchtern und ihnen in einer Materialschlacht viele Kosten zu verursachen, um sie mundtot zu machen, ist das etwas ganz anderes. Ich kenne einige JournalistInnen, AktivistInnen und andere, die Abmahnungen erhielten für absolut richtige Sätze, zu denen sie auch weiterhin stehen würden, aber sie konnten sich einfach nicht ein auch nur minimales Risiko leisten und mussten klein beigeben. Ein Beispiel: Im Mai mahnte der Axel Springer Verlag erfolgreich einen Taz-Journalisten ab, weil dieser ein Zitat von Volksverpetzer getwittert hat. Lies die ganze Geschichte durch, ich habe sie hier aufgeschrieben. Und in der Querdenker-Szene, in der sich besonders Anwälte einen Namen gemacht haben, ist das offenbar ein sehr beliebtes Mittel. Von einem Fall, von einer Klage gegen Volksverpetzer, wisst ihr ja bereits. Die Querdenker Wolfgang Wodak und sein Querdenker-Anwalt Rainer Füllmich mit ihrer Forderung von 250.000 Euro Schadenersatz, die absurde, über 1000 Seiten lange, 6 Kilogramm schwere Quatschklage gegen uns wurde vor fast 2 Jahren erhoben. Unter anderem wegen einem bereits damals Monate alten Artikel. Und die wahnwitzige Argumentation hinter dieser Slap-Klage haben wir schon öfter erläutert. Ich wiederhole hier nochmal alles. Hier oder hier könnt ihr es nochmal nachschauen. Und nicht nur diese Quatschargumentation oder die absurd hohe Summe, auf die wir verklagt wurden, spricht in meinen Augen dafür, dass hier kein Interesse an Gerechtigkeit herrscht oder irgendwas Falsches richtigzustellen, sondern ein Exempel an uns statuiert werden soll. Ich habe den Eindruck, Anwalt Füllmich versucht alles, um eben nicht endlich Recht zu bekommen. Das sind Verzögerungstaktiken dabei, mehrfache Fristverlängerungen, absurde, nicht erfolgreiche Befangenheitsanträge gegen unseren Richter mit der Begründung, der Richter trage Maske und sei deshalb voreingenommen. Und zu guter Letzt die Tatsache, dass der Prozess schon im April 2022 hätte stattfinden können, aber auf Bitten von Füllmich erneut verschoben werden musste, da er sich auf einer langen ausländischen Geschäftsreise befinde. Nebenbei, wie sollte er eigentlich ungeimpft und ungetestet in die USA eingereist sein? Egal. Doch das ist nicht der einzige Fall, der gerade läuft. Wir haben schon oft erfolglose Abmahnungen von Querdenkern erhalten. Wir haben nicht mal von allen Fällen öffentlich berichtet, weil es auch wirklich dämlich ist teilweise. Und soll jeder zweite Artikel dann um eine Abmahnung gehen? Das passiert uns ständig. Und das tatsächlich von genau den Leuten, die die ganze Zeit Lügen und Hetze verbreiten. Desinformation en masse. Teilweise auch über uns. Aber gerichtlich gehen sie gegen uns vor. Ein aktueller Fall ist der Querdenker-Anwalt Heinz. Dieser zerrt uns gerade mit einer einstweiligen Verfügung wegen einer einzigen nebensächlichen Formulierung vor Gericht. In einem Artikel, der zum Zeitpunkt der Abmahnung ebenfalls bereits fast 2 Monate alt war. Es geht um diesen Artikel. Lest es gerne nach, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Der offenbar abmahnfreudige Querdenker mahnte Anwalt Jun wegen eines Videos ab, für eine Kleinigkeit, die Jun, wie er damals sagte, auf freundliche Nachfrage korrigiert hatte. Nämlich, dass man versehentlich im Hintergrund von Juns Video das Bankkonto von Heids Kanzlei sehen konnte.
Und durch die Abmahnung verschaffte Anwalt Heinz natürlich dem Fall umso mehr Aufmerksamkeit. Da kamen wir ins Spiel. Darüber haben wir dann zugegebenermaßen etwas belustigt berichtet. An dem Inhalt und den von uns berichteten Fakten in diesem Artikel fand Heinz, der den Artikel angeblich fast 2 Monate später erst gesehen haben soll, offensichtlich nichts auszusetzen. Denn die Sachen hat er nicht abgemahnt. Außer quasi an einem einzigen Wort. Im Artikel fragte ich, ob es überhaupt strafbar sei, das Konto im Video zu zeigen, das wegen dem Heinz Jun abgemahnt hat. Und Heinz zerrt uns jetzt vor Gericht mit mehreren tausend Euro Kosten, weil er nie behauptet hat, es sei strafbar, das Bankkonto zu veröffentlichen. Das Bankkonto zu veröffentlichen sei zwar rechtlich unzulässig, sagt Heinz, aber eben nicht strafbar und das habe er auch nicht behauptet. Heinz meint nun, es verletze ihn in seiner Ehre als Anwalt, dass über ihn behauptet würde, er hätte behauptet, das Veröffentlichen des Bankkontos sei strafbar und nicht etwa nur verboten oder unzulässig. Ja, das ist der Fall, ne? Das ist die Abmahnung. Ja, die Juristen im Publikum grinsen sicherlich, denn ja, es gibt einen technischen Unterschied, aber really? Das will er uns gerichtlich verbieten lassen? So viel Aufwand? So viel Geld? Heinz behauptet, er habe uns hier der Lüge überführt. Was? Wir sind der Meinung, wir dürfen diese Meinung haben. Und natürlich wehren wir uns gegen sowas. Der Prozess findet auch zeitnah statt. Sowas sind die Dinge, die euch Querdenker als ach so schlimme Lügen verkaufen. Und offensichtlich sind es keine Lügen. Während sie pausenlos gegen die Wahrheit und Andersdenkende hetzen, Lügen und Verschwörungsmythen verbreiten, Monate später vor Gericht zu ziehen, um eine vielleicht ungenaue Formulierung zu beanstanden in einem Artikel, den längst niemand mehr liest, der offenbar ja nicht mal so viel Reichweite hatte, dass Heinz eidesstattlich versichert, ihn erst fast 2 Monate später entdeckt zu haben. Ich denke, hier geht es nicht darum, um irgendwelche Fake News oder Lügen aufzuklären. Ich halte das für einen Einschüchterungsversuch. Ein PR-Stunt und um es Kosten zu verursachen. Wir müssen hier teuer einen Anwalt beauftragen, um uns zu wehren. Die Kosten für das Gericht auch nicht zu vergessen. Und das ist auch noch nicht alles. Ein dritter Fall ist ein weiterer Anwalt aus der Querdenker-Szene. Anwalt Pankala. Auch hier geht es wieder um ein Video von Jun, über das wir berichtet haben. Hier den Artikel, ich empfehle nochmal das Nachlesen. Die Abmahnung von Pankala kam auch etwa 4 Monate, nachdem der Artikel veröffentlicht worden war. Ich gehe hier gar nicht ins Detail ein, weil das Video soll nicht ewig lang werden. Aber er wollte uns in einer Abmahnung 9 Aussagen verbieten, dass fast alle aber entweder zulässige Meinungsäußerungen waren oder einen wahren Tatsachenkern haben, sieht man auch sehr deutlich daran, dass nach der Antwort unseres Anwalts 7 von 9 Forderungen bereits zurückgenommen wurden. Das heißt, von der ursprünglichen Abmahnung ist nach Einschalten unseres Anwalts schon mehr als 3/4 nicht mehr übrig geblieben. Und das von Leuten, die meinen, sie würden für die Meinungsfreiheit kämpfen. Und das sind nur aktuelle Beispiele. Es kommen ständig neue hinzu. Querdenker und Rechtsextreme verbreiten am laufenden Band Verschwörungsmythen und Desinformationen. Sie legen Tatsachen und Urteile und das Gesetz aus, wie es ihnen passt. Sie behaupten, sie bekämpfen eine Diktatur und seien für Meinungsfreiheit. Aber wenn ein unabhängiger Blog seit über 2 Jahren ihre Fake News aufklärt, wird massiv versucht, uns finanziell und unserem Ruf zu schaden, indem man teilweise Monate alte Artikel ausgibt, die eh niemand mehr liest, um an irgendwelchen Nebensetzungen oder Formulierungen einen juristischen Fall zu konstruieren. Ich denke, das hat nichts mit Richtigstellung zu tun. Das sind keine Faktenchecks, das sind Einschüchterungsversuche. Und das sind alles Anwälte. Die haben so ein Schreiben wohl schnell selbst aufgesetzt. Und für mich ist das Ziel klar. Wir bei Volksverpetzer, ihre Feinde, sollen Angst bekommen. Im Idealfall nicht mehr über ihre Machenschaften berichten. Oder im besten Fall von ihnen diktieren lassen, was sie sagen sollen dürfen. Oder eben viel Geld zahlen müssen für Anwälte und Gerichte. Querdenker und Rechtsextreme behaupten, sie würden für die Meinungsfreiheit eintreten. Aber einen sachlichen Diskurs können sie offenbar nicht. Was Anwälte wie Füllmich oder Heinz seit Jahren behaupten, widerlegen wir bei Volksverpetzer pausenlos. Wir haben bestimmt Dutzende Artikel mit Faktenchecks. Alles totgeschwiegen. Und sie zeigen ja, dass sie durchaus gerne uns abmahnen, wenn sie auch nur irgendwelche kleinen Nebensätze finden. Überlegt euch mal, was das für den Wahrheitsgehalt unserer anderen Artikel heißt. Wo sind die ganzen Abmahnungen, wenn alles nicht stimmt?
Sie schweigen entweder unsere ganzen Faktenchecks tot, verbreiten Lügen über uns, Verschwörungsmythen oder sie versuchen uns mit Abmahnungen einzuschüchtern. Und bei vielen anderen ist das leider eine erfolgreiche Strategie. So viele müssen zurückziehen und aufgeben. Sei es wegen juristischen Drohungen, echten Drohungen, Shitstorms, Beleidigungen, Hass, was wir auch alles abkriegen. Fast täglich. Aber wir machen da nicht mit bei Volksverpetzer. Unser Job ist es, die Strategien, mit denen Fake-Verbreiter und Extremisten den demokratischen Diskurs zerstören wollen, zu analysieren. Und da werden wir nicht einer dieser Strategien klein beigeben. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als viel Geld in die Hand zu nehmen für Rechtsstreite, für unseren Anwalt, fürs Gericht, damit wir weiter unsere Meinungsfreiheit ausüben können, um uns zu verteidigen gegen diejenigen, die angeblich für die Meinungsfreiheit kämpfen. Ha, dass ich nicht lache. Und nein, an dieser Stelle will ich explizit nicht euch um Geld bitten. Ja, ich habe den Titel und Framing von diesem Video mit der bei den Rechten beliebten Opferhaltung von wir werden mundtot gemacht, Cancel Culture Framing aufgezogen. Die nutzen das, um massiv Spenden damit einzusammeln. Aber ich wollte nur beim Framing den Spieß umdrehen und den Spiegel vorhalten. Denn wessen Meinungsfreiheit wird hier wirklich angegriffen? Diejenigen, die einen vor Gericht zehren, damit man was nicht sagen darf? Oder diejenigen, die einfach nur die Fakten aufklären? Nein, es geht uns nicht ums Geld. Wir werden gut von euch unterstützt und ich könnte euch nicht dankbarer dafür sein. Danke! Wir können das nur machen wegen eurer Hilfe. Aber der Winter könnte teuer für viele von uns werden. Die meisten von euch brauchen das Geld. Gebt es uns nicht. Helft uns lieber durch Teilungen, durch konstruktive Kritik, durch Support für Volksverpetzer. Wir machen das nicht, um reich zu werden. Aber ich will nicht unerwähnt lassen, dass tausende Euro eurer Spendengelder für diese Querdenker-Anwälte draufgehen müssen. Das ist Geld und Zeit, mit dem wir andere nützliche Dinge hätten tun können. Und das ist sicherlich auch Teil des Ziels hinter dieser Strategie von Slap-Klagen. Aber niemand hat gesagt, dass wir diese Dinge still und heimlich ertragen müssen. Ihr sollt wissen, wir bei Volksverpetzer geben nicht nach. Aber es nimmt halt auch Kapazitäten von anderer wichtiger Aufklärungsarbeit. Wir schauen den Fake-Verbreitern auf die Finger. Wir prangen ihre Methoden an. Auch diese Methode. Und wenn wir wirklich mal einen Fehler machen, erfahrt es in der Regel als erstes von uns. Also, danke für euren Support und dass ihr immer kritisch bleibt. Auch bei uns, das ist ganz wichtig. Keine Demokratie ohne Fakten. Dankeschön.